Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming und zu einer neuen Episode Squad Builder Battle. Und heute geht es... Ja, Steini ist auch da. Heute mit dem lieben Steini eine Episode, beziehungsweise der Keller, Link ist auch in der Beschreibung. Wir haben auch bei ihm eine Episode aufgenommen, natürlich. Also check die aus, eskaliert da. Wir haben hier heute den 88er Benteke. Man könnte ihn schon eigentlich komplett alleine spielen, ohne irgendjemand anderen, weil er ist schon ein Megatier. Bei hier, Keller, ne, auch eine Episode, auf jeden Fall auschecken, ist in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir wollen heute, ich versuche heute mal wirklich gar nicht so viel zu labern, ja. IGFault MMOGA ist in der Beschreibung. Genauso wie der Erfinder der Serie. Wie gesagt, smash heute den Daumen nach oben. Steini darf heute mal wieder was ansagen. Wie viele Likes schaffen wir heute? Was hat dein letztes? Verrate ich nicht. 18.000. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt direkt mal in die Formationen rein. Ja. Schreiben auf, was wir denken, was der andere nimmt. Ich halte ihn rein mal wieder. Nein, jetzt will ich gar nicht wissen, was er gerade gemacht hat. Ich hoffe, das geht jetzt gut. Ich weiß es nicht. Irgendwann muss dieses Streak reißen. 4, 3, 2, 1. Ah, ich habe 4, 3, 3, 3 aufgeschrieben. Also noch klappt dieses Geswitche. Ja. Weißt du, man denkt ja nicht immer, dass man die Standardformation nimmt. Nee, das ist ja auch so, aber irgendwann werde ich dafür bluten müssen. Ja, wer weiß, vielleicht habe ich ja eine Standardformation heute. Darfst gerne mal reinhalten. Standardformation, so. Action. Ich halt rein. Ich hätte gerne die. Scheiße, mein Controller ist aus. Jetzt. 4, 4, 2, 2, 2. Spiele ich eigentlich nie. Ja, bravo. Ich habe 4, 4, 2. Herzlichen Glückwunsch. Was wollen wir machen? Ich nehme bei dir die beiden Flügelspieler. Du nimmst ja, bei mir klar. Stürmer und linken ZOM. Ja, würde ich sagen. Okay. Ich halte wieder. Ich hatte heute als erstes rein, genau. Du hältst als erstes rein, alles ja, klar. Mach ich auch schon. Machst du schon? Gut. LS gehe ich mit Mertens. RS gehe ich mit dem guten Mann namens Shakiri. Ich habe Shakiri aufgeschrieben. Was? Ja. Ey, ich hätte mit allem, mit Shakiri hätte ich nie. Alter, never ever. Ja, geil. Was? Ist ja ein Hammer-Shot schon wieder, Steini. Ich war bei Zaha oder was weiß ich, was du nimmst, Alter. Aber doch nicht Shakiri. Aber weißt du was? Du darfst einen normalen Bronzespieler dahinstellen. Also ich glaube, ich bin da ein bisschen... Ich bin auf guter Dinge. Nimm erstmal einen normalen Bronzespieler. Der wird da vorne auch genug zerreißen. So, ich halt rein hier, du Banane. Hier, Nemané habe ich da vorne hingestellt. Ja, okay. Ich hoffe, ist ein bekannter Mann. Ja. Ich starte mit meinem linken ZOM. Da hätte ich gerne den guten alten Felipe Coutinho. Und auf dem rechten Sturm starte ich gerne mit dem 91er Dybala. Ja, das tut mir leid, ne? Für mich kannst du oh. Beide behalten. Ich hab De Bruyne und Martial, weil du die ganze Zeit über Martial gequasselt hast im Vorfeld. Ich? Du hast über Martial gequasselt? Das ist Quatsch. Nee, ich hab De Bruyne und Martial. Ja, dann würde ich sagen, machen wir bei mir die ZDMs und ZM und bei dir das Dreier Mittelfeld. Ja, ich freue mich. Ich mich auch. Mann, ey. Das war, manche Spieler für eine Frisur haben, ne? Also da fragst du dich echt, ey. Wie meinst du denn? Nein, so generell jetzt mal. Ach so, ja. So, es ist soweit. Ich habe ehrlich gesagt kein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Nach dem Gequassel hier gerade. Aber okay, wir legen mal los. Ich halte mal rein. Alter, ich grad hin. Du willst rein? Ja. Ich möchte nur wissen, ob du Hamjik aufgeschrieben hast. Ja! Ich habe ihn gerade in der letzten Sekunde noch geändert. Ich hatte jemand anderen und habe mich auf Hamjik entschieden. Geil, dann hast du eine gute Szene für dein Video, denn ich hab's reingegangen. Ich habe extra nach Frisuren gefragt, weil ich wusste, dass dieser junge Mann eine richtig hässliche Frisur hat. Ja?
Und der hätte ja gepasst. Ja, aber nein, den habe ich nicht genommen. Ja. Kann ich dir auf jeden Fall auch sagen. Also ich gehe zentral. Ja. Einen Moment, jetzt ist hier alles verstellt. Ich gehe zentral, unter anderem mit Guyet, heißt der so, von Everton. Mittig gehe ich mit De Bruyne, der sehr, sehr offensichtlich war an der Stelle. Und ich gehe mit dem guten alten Nainggolan. Mann, ich hatte Nainggolan und hab dann Hamsik aufgeschrieben. Ja, Mann! Weißt du, ich hab gar nicht dran gedacht, dass Hamsik die verrückte Frisur hat. Ich hab mal Nainggolans Frisur gedacht. Und deswegen hab ich's geändert. Ich wusste, dass ich nur irgendwie diesen Satz bringen muss. Mann! Ich hab Hamsik, Dembélé und Rooney. Ah, weißt du, ich hab noch Dembélé aufgeschrieben. Ich wollte es eigentlich noch ändern zu Fellaini, hab ich auch vergessen. Aber egal, ist eh falsch. Dann starte ich mal mit meinem linken ZDM. Und dort hätte ich gerne The Tree Man, und zwar Fellaini. Im linken ZDM hätte ich gerne Nainggolan. Und rechts hätte ich gerne, oh, das war eigentlich voll offensichtlich, wenn ich mich jetzt gerade mal so überdenke. Ich hätte gerne, wo ist er? Mann, wieder mit Z geschrieben oder was? Gomez, den Alejandro. Den Argentinier? Ja. Nein. Das war aber sehr offensichtlich, ne? Aber ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht so. Wen hast du von den drei? Der Nainggolan, der hat keinen Bock bei dir. Ah, fuck. Schön 87er Nainggolan, ey, das wäre zu schön gewesen. Ja, bei mir steht er, ne? Also, die beiden Teams kann er nicht sein, hat er sich für mich entschieden. Come on, ey, wen willst du haben? Wo steht er bei dir? Rechtes ZM, ZDM. Ne, ich setz noch keinen Joker. Okidoki, dann schau ich mal. ZDM, Bronze. Okay, ich hab einen gefunden, und zwar stelle ich da rein Deyola. So, dann haben wir jetzt beide einen Bronzespieler und würde ich sagen, machen wir jetzt die Außenverteidiger. Mhm. Okidoki, wir gehen zu den Außenverteidigern. Und weißt du was, Keller? Hä? Ich halte beide rein, die du nehmen wirst. Okay. Ich glaube fast auch. Links, Alexandro. Wenn du rechts hast, dann Chapeau. Oxlade-Chamberlain. Man of the Match. Ja. Oh Gott. Ich hab Evra und Klein aufgeschrieben. Geht der echt Sandro, ey? Oh, fuck. Ja, kannst du beide haben. Scheiße. Knackig. So, dann halt ich mal rein. Bei dir bin ich mir überhaupt nicht sicher. Okay. Ich hab das Team jetzt zwar so ein bisschen vor Augen, aber irgendwie... Ich starte mal mit links. Ich hätte gerne links. Ganz Standard, Luke Shaw. Und rechts nehme ich Zabaleta. Boah. Premier League, okay. Ich habe Perez und Felipe Luis. Ey, Scheißendreck. Stark. Dann können wir Innenverteidigung machen und Torwart. Die letzten. So, die letzten, es ist Zeit. Bist du bereit, kleiner Freestyle? Nee. Ich hab jetzt richtig schlechtes Gefühl. Ja? Ich zeig rein. Alles klar. Linker IV, Bonucci. Rechter IV, Ogbonna. Und im Tor Sportiello, oder wie der heißt, von AC Florenz. Ich hab Lalas, Luis und Schmeichel. Ernsthaft? Ja. Oh. Oh. Nicht Gott, schlecht, nicht schlecht. Kannst alle haben, ey. Muss ich nur noch einen von dir kriegen, und da sehe ich ein ähnliches Problem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas treffe bei dir. Okay. Dein Bronzespieler bringt mich komplett aus dem Konzept. Ja, nicht nur dich, ich habe da auch noch mal ein bisschen jetzt umgedacht. Aber ich starte mal mit meinem linken Innenverteidiger. Ja. Dort hätte ich gerne ganz fast schon standardmäßig Bailly. Und in der rechten Innenverteidigung hätte ich gerne Rio Ferdinand, die Legende.
Damit kommt der ZDM, der Italiener, leider nicht auf volle Chemie. Aber ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Ich meine, der ist eh der Bronzespieler, der da auch extern erraten wurde. Und natürlich, ich habe ihn als Leihspieler. Und falls Stein ihn am Ende treffen sollte, werde ich natürlich jemanden von dem in dem Wert von Ferdinand diskarden. Und ins Tor stelle ich... das ist jetzt ziemlich lustig, ziemlich großer Zufall. Auch Sportiello. Holzmann! Saka! Und den habe ich aufgeschrieben, mein Junge. Den Sportiello. Ja. Weißt du, ich habe umgedacht, ja? Aber ich habe umgedacht. Ich habe auch nicht mehr mit. Aber ich habe nicht mit meinem Torwart umgedacht. Mein Torwart hätte sowieso nur 7 Chemie gehabt gerade. Ja, deswegen ja. Wie dumm bin ich denn? Weil ich habe eigentlich vorher anders geplant, mit ohne Ferdinand, mit einem anderen Innenverteidiger. Lass mich raten, mit Rodriguez? Ja! Und den habe ich auch. Oh Mann. Und so kommt Sportiello ja gar nicht auf Chemie. Er hätte ja irgendeinen aus der Premier League nehmen können. Also ich habe Smalling, Rodriguez, Sportiello. So falsch war ich ja gar nicht. Alter, scheiße. Alter, du hast noch nicht den Joker benutzt. Oh mein Gott, bitte nicht. Darf ich ja jetzt, ne? Ja. So, ins Tor stelle ich Reine Adelaide. Alles klar, ja, den oh mein Gott, ein Bronze-ZOM im Tor. Ich krieg Fieber. Aber ich muss erstmal bis zum Tor kommen, ja. Aktuell spiele ich eher so wie Oma Hilde unterm Rock. Nicht schön. Okay. Ja, geile Wurst wird das. Hast dich nicht lumpen lassen, sogar Sportiello Wants to Watch geholt. Das ist ja was. Ich wollte auch erst, hab auch erst gedacht, ob ich bei mir auch Bonner nehme. Ich dachte, es wäre zu offensichtlich. Teilweise. Nein! Gibt's irgendwie einen Blitz-K.O. bei 2-0 nach 10 Minuten oder sowas? Oder schon mir einfach 5 rote Karten, dann ist das Spiel auch schneller vorbei. Ja! Boah, den hat aber gut gefischt, du. Ja. Ja. Ja! Importante! Der Baller ist schon, Alter, wenn der weg ist. Wenn die Baller weg ist. Dann ist er weg, ja, sehr schön. Das wusste ja auch. Aber dass dann solche Bälle hier wieder nicht ankommen, Alter, kriege ich da schon wieder einen Brechreiz. Das wäre zu schön. Oh. War das dumm? Ach, der war abgefälscht. Oh, ja, danke. Und jetzt. Theoretisch kannst du die auch direkt aufs Tor bringen. Der kann die doch eh nicht festhalten normalerweise. Ja, Uiuiuiuiuiui, bis jetzt lag ich nicht ganz gut zur Halbzeit eigentlich. Ja. Ich komme da nicht durch. Da stehen so viele Leute. Das gefällt mir echt gut. Und Ballbesitz passt auch. Oh nein, ja! Nein! Ach, jetzt machen sie aber auch gerade echte Hardwork da hinten bei mir. Ich habe nichts gemacht, Alter. Was soll das? Was soll das? Komm schon, die Bala. Komm schon! Nein! Die Verteidigung, das ist echt nicht normal. Benteke! Nein, die Miniscreamer! Oh mein Gott! Hey, das Chinese tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich check's nicht. Ich check dieses Spiel nicht. Ich check dieses Spiel einfach gar nicht mehr. Die letzte Woche war die Abwehr. Es kam nicht mal ein Schuss durch. Gar nichts. Oh. Ich habe geschossen, die Bälle kommen nicht durch. Ja, Freund, ich muss sagen, ich habe echt gemauert. Also mehr oder weniger, ihr werdet ja gesehen haben. Na, das ist ja nicht schlimm, das hätte ja jeder was so gemacht. Was da alles geblockt wurde. Aber ich muss wurde. Doch irgendwie mal durchkommen. Nach der dritten Minute, dem 1-0, hatte ich echt scheiße in der Box eigentlich, ne? So. Also, wir sind da abstoßen gelandet. Also, dass ich das Ding gewinne, hätte ich echt nicht mal in 100 Jahren gedacht. Großes Dankeschön nochmal an meine Verteidigung, an mein Mittelfeld. Und jetzt habe ich einen Diskarden, der Steini. Und ich hätte gerne deinen Stürmer. Ja, das ist der junge Mann, den du nicht spielen durftest. Sportiello? Ja. Oder Nainggolan. Sportiello, ja, Nainggolan, dann wäre hier Feierabend gewesen. Dann wäre ich richtig ausgerastet, ne?
Dann wäre ich hier richtig eskaliert. Ich auch, aber positiv. Ey, du hast aber schon genügend verloren, muss man echt sagen. Ich verliere nur noch, das ist das Schlimme. Ich weiß nicht, aktuell am besten auf. Checkt auf jeden Fall die Folge bei Steini ab. Ist ganz oben in der Videobeschreibung. Müsst ihr vorbeischauen, haben wir auch einen Showdown aufgenommen. Ganz, ganz wichtig. Smasht heute den Like-Button. Und ich würde sagen, dann war's das von uns für heute. Ja. Wenn du Bock hast, können wir irgendwann nochmal aufnehmen. Also, wenn du dann noch... Wenn ich dann noch Karten hab. Ja, das war somit das Schlusswort, würde ich sagen. Und dann sind wir raus für heute. Steini, hat mir Spaß gemacht heute. Dann überlasse ich dir das letzte Wort. I'll be back.